Hey Freunde, mein Name ist Felix und herzlich willkommen zurück zum Bestformat auf YouTube. Heute ist der Daniel mit dabei und ich hoffe, ihr hattet bis jetzt ein richtig geiles Wochenende. Wir waren gestern Langlauf fahren und ich möchte euch nicht zu viel verraten, schaltet auf jeden Fall morgen wieder ein, denn dann kommt das komplette Video vom Langlaufabenteuer. Und es war auf jeden Fall... Es war auf jeden Fall richtig lustig. Aber jetzt geht's um Clip Battle und es geht los mit dem ersten Video vom Kanal Mevnmens. Würde ich es mal aussprechen. Und wie würdest du es aussprechen? Genau so, oder? Ihr habt auf jeden Fall richtig geile Kanalnamen. Und hier geht's um MTB Sundays in Düsseldorf. Home Trail of the Mevnmens. Okay, lasst uns einfach mal beginnen. Und ich bin mal gespannt, was ihr eingeschickt habt. Oh, auf jeden Fall schon mal ein ganz dramatisches Intro. Kino, oder? Kino. Sie sehen da ein Teddy vorne dran. Stimmt, der Glücksbringer, dass alles gut geht. Das ist der Homespringer. Die Bike Parks ist auf jeden Fall. Wir haben das, glaube ich, der Homespringer genannt. Ja, Homespringer. One foot, no foot. Ich weiß, wie oft ich da schon eingeblieben bin. Schöne Herbststimmung. Kurz und knappes Video. Also ich fange mal an mit meiner Meinung. Mir hat es gut gefallen. Ich hätte es aber noch besser empfunden, weil ihr habt euch ja mit Sicherheit die Mühe gemacht. Ihr seid jetzt zu dritt oder zu viert seid ihr gefahren. Da hinten ist noch ein Kopf. Und ihr habt bestimmt immer die Kamera hingestellt und seid dann alle gemeinsam gefahren. Ist zwar cool, weil ihr alle zu sehen seid. Haben wir damals auch gemacht. Ist aber eher nicht so geil. Denn es sind immer solche festen Bilder. Geiler wäre es gewesen, wenn einer von euch sich die Mühe gemacht hätte, nicht zu fahren oder gegenseitig abwechselnd, dass mehr bewegte Bilder mit dabei sind. Aber im Großen und Ganzen. Wir haben es auch mal gemacht, einer gefahren, gefilmt und dann der andere gefahren. Ja, genau. Gefilmt, wir haben uns halt immer abgewechselt. Das ist eigentlich das Beste, damit das Video mehr Lebendigkeit bekommt. Immer abwechseln, nicht einfach die Kamera hinstellen, Knopf drücken, hochrennen, seid ihr alle bereit, kann losgehen, geht los. Und dann, wir wissen ja alle, wie es ist. Ja, das ist so. Du schnallest dann so viel weg. Also so habt ihr es höchstwahrscheinlich gemacht, weil anders kann ich es mir nicht vorstellen. Trotzdem cool. Und ich bin mal gespannt, wer der Nächste ist. Der Nächste ist der Kanal MTB Rider Fürst. Ja, Winterberg Bikepark 2016. Ihr habt auf jeden Fall richtig geile Titel diesmal rausgewählt. Und ja, Bikepark, Winterberg war ich schon oft. Du auch, oder? Also Winterberg ist, glaube ich, so der Bikepark, den jeder kennt. Weil das so extrem gepusht wird. Das ist krass. Ich bin gespannt, was ihr gemacht habt. Das ist Slopestyle. Die Vogtverstrecke war das hier. Letztes Jahr saß ich im Lift und da hat es ein Kind so extrem hingeschmissen bei dem Drop. Übelst. Hat überhaupt nicht gezogen, ist einfach nach vorne gekippt. Jetzt kaputt. Hä?
Was war denn das jetzt? Warte mal, jetzt Musik da. Leute, was ist los bei euch? Also entweder habt, also es kann auf jeden Fall nicht am System jetzt liegen. Also entweder habt ihr irgendeinen Renderfehler oder ihr seid mit der Tastatur mit dem Kopf eingeschlagen, als ihr das Video fertig gemacht habt. Ist die Kamera aus? Ja. Aber das war auf jeden Fall... Ja gut, Freunde, also das war jetzt... Ja. Nee, ist nicht cool. Das ist auf jeden Fall gar nicht cool. Aber so vom Großen und Ganzen waren halt GoPro-Shots, kann man nicht viel falsch machen. Coole Musik, cool geschnitten. Aber das am Ende. Das muss auslaufen. Das am Ende war jetzt nicht so geil. Also, das gibt jetzt keinen Pluspunkt. Gut, aber bevor es zur richtigen Beurteilung geht, gehen wir jetzt mal zum dritten Battle. Und das ist Snow White 2017 vom Kanal. Kenneth. Hoffentlich macht er es besser. Snow White 2017. Könnte man hier nochmal eins machen. Liegt auf jeden Fall nicht viel Schnee. Geil fahren. Vorne auf Boden lässt sich richtig geil fahren. Schöne weiche Reifen drauf. Clips an. Solange du das Lauf so bewegen kannst, dann ist nicht genug Schnee. Also. Bam! Gut, Daniel. Wer wird Dritter, Zweiter und Erster? Das ist jetzt immer. Das ist schwierig, ne? Also ich würde auf jeden Fall sagen. Ja, jetzt mit der Musik. Du hast mit der Musik verkackt und du hast halt nur GoPro-Shots verwendet. Das ist halt nicht so aufwendig, sag ich mal, weil die GoPro läuft ja einfach nur mit. Hier fand ich gut. Das wäre auf jeden Fall Erster geworden, wenn bewegte Bilder. Genau. Das ist echt schwierig, Daniel. Also ihr könnt ja, ihr wisst ja Bescheid, nicht länger dabei sind. Alle, die zum ersten Mal Clipbälle schauen, ihr könnt interaktiv mit abstimmen. Während der Clips geht oben rechts ein I auf für Info. Und da könnt ihr Abstimmung Clip 1, Clip 2, Clip 3. Und da könnt ihr mit gefällt mir nicht abstimmen. Damit wir auch mal sehen, was eure Meinung ist. Und jetzt geht's um deine Meinung, Daniel. Ich finde... Was findest du? Das ist dritter Platz? Nein, erster Platz. Das ist erster Platz? Nein, nein, zweiter. Das hier, erster Platz. Oder? Können wir machen. Du darfst entscheiden. Ich fand das jetzt irgendwie auch. Das hat mir am besten gefallen. Das hat mir am besten gefallen? Ja, dann machen wir das. Ich vertraue halt komplett auf deine Meinung. Weil ich sonst immer komplett die Meinung... Ja, machen wir das. Herzlichen Glückwunsch an Kenneth. Snow White 2017. Du bist Platz 1 im heutigen Clip-Battle. Kann man einigermaßen aussprechen. Das ist auch schon mal ein Pluspunkt für deinen Kanal. Schaut mal vorbei. 26 Abonnenten ist nicht ganz so viel. Unterstütze dich mal ein bisschen. Und Platz 2, Daniel, ist... Ja. Der hier? Ist Platz 2? Ja. Haben sie echt gut gemacht. Also, versucht wirklich mal, dass nicht alle von euch gleichzeitig Radfahren. Wechselt euch mal gegenseitig ab mit Film und Radfahren, damit die Videos mehr Lebendigkeit bekommen. Weil das haben wir am Anfang echt auch gemacht, weil es ist einfach so, jeder hat Bock auf Radfahren, jeder will irgendwie Video dabei sein, weil man will am Ende auch zeigen, ja guck mal, wie geil man Radfahren kann. Das haben wir am Anfang trotzdem genauso gemacht. Ja, natürlich haben wir es genauso gemacht. Es fängt halt Stück für Stück, genau. Immer besser und du veränderst dich. Und deswegen, das ist unsere Meinung, ihr seid zweiten Platz und ihr könnt ja mal im nächsten Video mal erklären, wie man euren Kanalnamen ausspricht. Melvin Mans. Ja,
Mavenance. Auf jeden Fall, herzlichen Glückwunsch, Platz 2. Und Platz 3 geht an den MTB Rider. Und ja, du hast halt GoPro-Shots reingeschmissen. Ist natürlich nicht ganz so schlimm. Aber was natürlich am Ende dein Genickbruch war, ist natürlich, dass hier am Ende keine Musik mehr kommt. Also, was da muss... Nee, warte, da war irgendein Fehler drin. Pass mal auf, hier war... Wie hörst du es? Da war irgendein Renderfehler oder irgendein Fehler war bei der Bearbeitung. Auf jeden Fall, wenn ihr Videos hochladet, kontrolliert immer, ob alles stimmt, weil ich schaue immer noch mal von Anfang bis Ende alle Videos durch und dann lade ich sie erst hoch. Aber trotzdem, vielen Dank für alle Einsendungen, hat mir wirklich extrem wieder Spaß gemacht. Und wer mitmachen will, schaut in die Videobeschreibung, da findet ihr alle Infos, wie ihr beim Clip Battle dran teilnehmen könnt. Gut, wir chillen heute noch unseren Sonntag und vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, na klar. Und wir sehen uns auf jeden Fall nächsten Sonntag wieder zum nächsten Clip Battle. Freunde, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.